Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Hegemonia. Da es ja etwas länger ist, dass ich hier was gespielt habe, krankheitsbedingt, gesundheitsbedingt, so muss ich eher sagen, hier mal kurz nochmal die Missionsziele. Wir sollen also Panola und Jabor befreien. Mal wieder. Naja, wir sollen es diesmal befreien und nicht für uns einnehmen, sondern eigentlich von den Feinden befreien, um es unseren neuen Verbündeten zu geben. So, Schlachtschiffe, ja, sauber, so muss es doch laufen. Ha, auf die habe ich doch gewartet. Ich gebe hier schon mal Forschung ein, ohne überhaupt mich mal zu informieren, was es hier Schönes gibt. Oh, hier oben haben wir einen Planet, sehr gut, einen dürfen wir hier behalten. Eine Erzbaustation, ein Händler, noch eine Erzbaustation, dürfen wir Schiffe bauen eigentlich? Oh, ja. Okay, Protonenkreuzer, Blaster, ja. Werden wir bald ersetzen durch Schlachtschiffe. Ich sollte vielleicht auch mal laufen lassen. Achso, erstmal die Pause raus. Sehr schön. Wie sieht es denn eigentlich mit der Gewichtung auf dem Planeten aus? Ja, natürlich, alles zur Forschung. Wir gehen hier erstmal auf Produktion, denn wir brauchen Geld. Wobei aktuell. Naja, gut, okay. Die Einnahmen sind natürlich in gewohnter Manier relativ gering. Dafür haben wir ein bisschen was auf die Kante bekommen. Das finde ich schon sehr Kommander, schön. ich überbringe Ihnen Nachrichten über die neueste Situation. Offenbar haben die Dazog mehrere neue Basen in den beiden Systemen errichtet, die sie erobert haben. Diese scheinen voll einsatzbereit zu sein und neue Einheiten und Verteidigung zu bauen. Das bedeutet, dass sie sogar noch schneller handeln müssen, als wir dachten. Wir müssen unsere Verbündeten vor der totalen Vernichtung retten. Also ist ihre Zeit bei dieser Mission begrenzt. Ah ja, und ich wollte gerade fragen, was bedeutet, weil zeitbegrenzt, das kommt uns doch bekannt vor. Zeitbegrenzt heißt, wir haben genau 1 Stunde 39 Zeit. Okay, da kommen wir zumindest schon mal nach Panola. Aber ansonsten haben wir hier nicht wirklich was Großes. Trümmer-Recycler, wegen dem Trümmerfeld hier lohnt sich das? 1000. Ja. Was haben wir denn hier für einen Sauergroß? Öde Mittel. Nicht kolonisierbar. Felsig. Haben wir irgendwas Erdähnliches? Nö, dann nehmen wir den sauren Planeten hier noch. Was soll's? Planet ist Planet. Achso, jetzt darf ich hier natürlich nichts bauen. Dann kommst du nochmal weg. Machen wir das doch so. So und. Das da hier, bitteschön. Ein Kolonisationsschiefel. So, 1 Stunde 39. Das ist nicht viel Zeit auf der einen Seite. Und vor allem, wir müssen mal gucken. Ja, wahrscheinlich müssen wir eh erstmal Panola komplett einnehmen, ehe wir in das andere System Jabor reisen können. Und wie lange brauchst du? Shang Tsu. Naja. Schau zu, dass du fertig wirst. Und gib mir mal hier das System. Ist es fertig? Nein. Produktion läuft doch. Forschung ist auch noch nicht fertig, ne? Meine Schlachtschiffe werden noch ein bisschen benötigen. Ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich alles auf die Produktion gelegt habe, könnte sich das vielleicht doch ein bisschen negativ. Commander, unsere Lage ist Ihre kritisch. Schiffe werden Ich muss nach angegriffen. strategischen Gesichtspunkten vorgehen. Also habe ich Jabu aufgegeben und sammle jetzt meine Streitkräfte hier in Panola neu. Es war eine harte Entscheidung, aber angesichts der Ressourcen und Einheiten, die ich habe, blieb mir keine andere Wahl. Wegen dieser Entscheidung hat mich jetzt die Regierung von Raki zum Verräter erklärt und man bereitet sich auf einen Angriff auf mich vor, anstatt sich der Gefahr durch die Dazog zu widmen. Ich hoffe, Sie unterstützen mich, Commander, falls sich die Lage verschlimmert. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Zuerst muss ich mit den Regierungen der Menschen und der Kariak sprechen. Aber genug von mir. Sie werden sehen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe, Commander. Ich hoffe, wir begegnen uns bald. Ja, dann wollen wir mal schauen, was da dran ist, mein Freund. Oh, toll, eine meiner Heldinnen wurde schon liquidiert. Ich krieg hier natürlich die Stadt.
Station doch ange... ich bekomme diese Station doch ange... Nee, das ist nicht die Station. Könnte... Ist sie schon hin? Ist hin! Oh, yeah! Ich wollte schon... Ich wollte schon sagen, das könnte... schlecht sein. Okay, Autsch. Okay, der verlagert all seine Truppen schon mal hierher. Das ist also nach Panola. Das ist ja schon mal... Ich grüße Sie, Commander. Ich bin Herr Tisson, offizieller Regierungssprecher der Kariak von Raki. Es fällt mir nicht leicht, von Raki zu sagen, denn einige Mitglieder unseres Volkes haben sich gegen ihre Brüder gewandt und uns an die Darsok verraten. Ihr Anführer ist Mortep, ein ehemals hochgeschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft, der zurzeit mit Kariak-Verbänden unter seinem Befehl unsere Kolonien angreift. Ich richte die offizielle Bitte an Sie, sich mit Ihren Streitkräften uns anzuschließen, diese Verräter auszuradieren und uns zu helfen, unsere Kolonien von den Darsok zurückzuerobern. Sir, ich kann eine solche Entscheidung nicht im Alleingang treffen. Ich muss vorher mit der Regierung sprechen. Ich verstehe, Commander. Bitte machen Sie das so schnell Sie können. Mortep hat schon begonnen, unsere Handelsschiffe zu dezimieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er damit beginnt, unsere Kolonien zu plündern. Wir müssen ihn aufhalten, solange wir noch können. Es wird nicht einfacher, es wird nicht einfacher. Es wird definitiv nicht einfacher. Auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir da auch noch helfen. Ah. Nun gut. Werde ich hinbekommen. Sag mal, die Musik ist saulaut. Kann das sein, dass da irgendwo it's ein Fail und so? Das ist ein bisschen leiser. So. Ich hoffe, es war jetzt wirklich nicht so laut. Es lief heute eh schon einiges schief. Kingdoms of Amalur falsch gerendert. Morgen ewig lang arbeiten. Das bedeutet, ich weiß noch nicht mal, ob ich morgen Zeit habe. Aber es ist fertig. Weil da ist nämlich gerade der Händler aufgetaucht. Der interstellare Händler. Oh, war das jetzt richtig? Es sollte eigentlich ein interplanetarischer Händler sein. Ah ja, okay, passt. Sehr gut, das Kolonieschiff, ich hoffe, das rudert schnell durch. Mr. Stone, wir brauchen Aufklärung. Und zwar schnell. Wir haben zwei Nachrichten erhalten, eine kurz nach der anderen. Und offenbar herrscht bei den Kariak ein Bürgerkrieg. Wir brauchen weitere Befehle von Ihnen, wie wir mit diesem Problem umgehen sollen. Bitte kontaktieren Sie beide Parteien und melden sich wieder bei uns. Sir, wir sitzen hier wie Spatzen zwischen Katzen. Auch ich bin schockiert und verwirrt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die notwendigen Informationen zu beschaffen, damit ich Ihnen neue Anweisungen geben kann. Ergreifen Sie bis dahin keine Kampfmaßnahmen gegen Kariak-Planeten oder Schiffe, selbst wenn Sie direkt angegriffen werden. Wenn ich angegriffen werde, werde ich mich verteidigen, Junge. Wahrscheinlich heißt es dann, Mission nicht geschafft, weil du ein Kariak-Schiff vernichtet hast. Oh ja, herrlich. Super, will doch keiner sehen, Mensch, echt hier. Und ihr Bürgerkrieg, den haben die ja wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Der ist bewohnt, der Planet. Das ist natürlich jetzt eher blöde. Gut, die Frage ist ja die, kriegen wir dann halt in Panola ein Schiff? Das wäre mal Dings. Aber wenn wir Glück haben, ist jetzt eh gleich unser Schlachtschiff fertig. Dann können wir ein paar Schlachtschiffe bauen, die gleich mal mit rübernehmen. Das würde mir sehr, sehr, sehr gefallen. Ich erhöhe so lange mal die Geschwindigkeit. Ich meine, sobald die Schiffe drüben angegriffen werden, werden wir es eh mitbekommen. Das ist aber blöd. Das kann ja... Ah, jetzt darf ich. Sehr schön. Vielleicht, weil da oben noch das Schiff mit ausgerüstet war, oder ausgewählt war. Kann das sein? Protonenkreuzer und so? Oh, liebes Spiel, mach mich hier nicht schwach. Na? Ihre Befehle? Meine Befehle lauten, fliege mal dadurch, sobald du soweit fertig wirst. Okay, den nächsten Planeten haben wir. Ja, gut, dann werden wir hier erstmal Wohnbau
machen, bis wir hier genügend Leute haben, dass es sich lohnt. Ansonsten würde ich ja gerne in Panola ein System haben. Ihre Schiffe werden angegriffen. So, werden meine Schiffe hier drüben angegriffen? Ja, meine Schiffe werden hier angegriffen. Fliegt's mal dahin. Die Frage ist halt die... Ich wollte gerade sagen, warum fliegt hier dieses Trümmerteil durch die Gegend? Hat er hier oder hat er nicht hier? Scheint aber hier gar nichts zu haben. Ah, da sind auch noch gar nicht so viele Leute drauf. Das könnte super laufen. Das könnte super gehen. Quantenkreuzer. Mach den mal krass platt. Macht ihn platt und weiter. Immer weiter. Ja, sauber. Der Planet gehört gleich uns. Das geht schnell. Naja gut, nicht ganz so schnell wie erhofft vielleicht, aber egal. Kommt, haut sie mal runter. Wenn wir hier also recht zügig voranschreiten, könnten wir das sehr, sehr gut schaffen. Das gefällt mir sehr. Jawohl, supi. Unser Planet, unser neuer. Automatisierte Fabriken, so mehr darf ich hier noch nicht bauen. So, darf ich eigentlich schon Schlachtschiffe bauen? Schlachtschiffe, ich speichere gleich nochmal. Ich traue nämlich dem Spiel nicht. Ich speichere jetzt lieber schon mal. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr da... Ja gut, ich meine, den lasse ich den Planeten einnehmen. Also da war gerade ein Kolonieschiff und wenn der jetzt natürlich da diesen Babyplaneten da nehmen sollte, sollen wir das doch recht sein. Erwarten Ihre Befehle. Dann haben wir hier zwei Planis. Ran an den Speck. So einfach ist die ganze Geschichte. Und was kommt da an? Ja, mehr Verbündete. So, dürfen wir schon Schlachtschiffe bauen? Oh, ja, awesome. Protonenschlachtschiffe. Und noch ein Protonenschlachtschiff. Und weil es so schön war, nochmal ein Protonenschlachtschiff. Das wird uns zwar nur 50 Milliarden Dinger kosten, aber egal. Unsere Einnahmen sind eh schon höher wie unsere Ausnahmen. Ey, was ist das denn für ein Deutsch? Unsere Einnahmen sind natürlich höher als unsere Ausgaben. Und das bedeutet, wir werden auf diesem Planeten, so schön er auch ist, weil wir schon einiges an Leute da haben, mal ganz kurz einen... Interstellar brauche ich dafür, genau. Und ansonsten holen wir uns hier auch noch das dazu und noch eine Erzabbaustation. Und danach darf er weiter fortlaufendes Wohnbauprogramm machen. Hupsi. Na. Ah. Awesome. So. Und hier machen wir ein Sportzentrum, Biosphäre, hängende Gärten und danach würde ich fast sagen ein fortlaufendes Steuerprogramm. Und sobald ich dran denke, schaue ich dann wieder vorbei und schaue mal, was dieser... Nein, ich will hier nicht alle 2 Minuten speichern. Das ist jetzt auch nicht notwendig. Das dürfte aber noch nicht fertig sein. Wir könnten natürlich jetzt mal bei der Forschung natürlich gerade gucken. Ausrüstung. Überlegene Schiffsausrüstung wäre... eine Solon. Verbessert alle Eigenschaften aller Waffen. Oh yeah, das haben wir von dieser Solon-Basis übrigens bekommen, die wir in der Mission da, in der weiteren Mission davor gemacht haben. Kriege ich das blöde Ding nochmal zu sehen, weil der Gegner hat ja auch schon Schlachtschiffe. Was hat denn er hier? Tyrann. Ja, natürlich, ich nehme Tyrannen. Bin ich bescheiden oder was? Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, wenn der natürlich auch sowas hat. Ist das nicht so gut? Hier oben... Wem gehört der Planet? Oh, aber guck sich das mal einer an. Die haben auch schon Schlachtschiffe.
Dann schauen wir uns das Ionenschlachtschiff mal von denen an. Ja, gut, geht. Erweiterung der Kreuzer, würde ich sagen.